Freunde. Nein, noch ist nicht der 1. Dezember, aber ich möchte eine kleine Ankündigung machen, dass es in diesem Jahr einen Adventskalender auf meinem YouTube-Kanal gibt. Und zwar nicht wie in den letzten 2 Jahren, ich glaube immer nur am Adventssonntag. Nein, ich hatte dieses Jahr ein tolles Lesejahr und habe einiges an Highlights gelesen, die ich euch in einem täglichen Adventskalender vorstellen möchte. Das heißt, ab dem 1. Dezember gibt es täglich morgens um 7 Uhr ein Adventskalender-Türchen von mir. Ich versuche nicht länger als 5 Minuten über ein Jahreshighlight zu sprechen und werde euch schwärmen über ja alle möglichen Bücher, die dieses Jahr bei mir ja im Grunde für ein Highlight-Gefühl gesorgt haben. An den Samstagen wird es allerdings einfach das reguläre Video des Monats geben, also von Neuzugänge über Büchermonate. Gegen Ende des Jahres kommt ja dann auch der Jahresrückblick, wobei der ist dann glaube ich schon nach Weihnachten, aber da wird es kein Adventskalendertürchen geben und ich bin auch Teil des BookTube Adventskalenders, auch da freue ich mich sehr und auch da wird es eben dann dieses Video geben, ich glaube dann erst um 8 Uhr, aber das sollte euch ja nicht weiter stören oder schlimm sein, von daher freut euch auf all die Highlight-Videos, die es dieses Jahr in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit gibt und seid da morgens um 7 gerne mit am Start. Natürlich freue ich mich unter diesen Videos dann auch von euren Highlights zu erfahren, also schaut da auch super gerne mal in eure Regale, was euch dieses Jahr begeistert hat und ich bin sehr gespannt, wie wir den Adventskalender dieses Jahr so finden. Ich bin dieses Jahr sehr motiviert, weil ich wirklich ganz, ganz tolle Bücher gelesen habe, die mich wirklich begeistert haben, die mich auch dieses Jahr durch so manch nicht so schöne Zeit begleitet haben. Von daher möchte ich da einfach so ein bisschen den Büchern, den Geschichten Danke sagen und natürlich euch auch eine kleine Freude machen mit den Türchen morgens um 7 und auch mir ein bisschen Freude sozusagen in diese etwas dunkleren Jahreszeit schenken, indem ich einfach nochmal meine ganzen Highlight-Bücher Revue passieren lasse und über die Flop-Bücher dann eher im Jahresrückblick spreche. Die schieben wir aufs Ende des Jahres hin. Ja, hier nur ein kleines Ankündigungsvideo. Seid also ab dem 1.12. mit dabei. Jeden Morgen um 7 Uhr ein kleines Video und lasst uns gemeinsam auf Weihnachten freuen, die Vorweihnachts-Adventszeit genießen. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf und hoffe, ihr tut es auch. Und damit ihr natürlich kein Video verpasst, abonniert sehr gerne den Kanal. Schreibt auch gerne in den Kommentaren so ein bisschen eure Vorfreude. Da würde ich mich natürlich auch drüber freuen, wenn wir so ein bisschen in den Austausch kommen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.